Hallo bei Feuervogel TV mit einem weiteren Special. Zuletzt waren wir mit dem sechsten Mann in Gießen und haben mit den Fans da die Punkte abgeholt. Diesmal stellen wir euch den siebten Mann, den achten, den neunten und all die anderen Fleißigen hinter den Kulissen vor. Die Phoenix-Familie, ohne die Bundesliga-Basketball in Hagen gar nicht möglich wäre. Mein Kollege, 107.7 Radio Hagen-Reporter Robin Hamann, hat ihm auf die Finger geschaut. Ich darf quasi mal schön einrasten. Ja, genau. Was passiert hier jetzt genau mit? Verteilkisten jetzt. Da sind die LED-Wanden drin, die einzelnen Module dafür. Wir warten jetzt darauf, dass die Bodenleger die ersten Mal reingehen, dass wir direkt die erste LED-Wandenreihe aufbauen können. Dass wir das Feld 4-5 cm zu weit nach oben haben. Okay. Ja? Ja. Das muss halt eben ganz genau in dieser Position liegen, damit diese Deckel auch frei bleiben letztendlich. Ja. Und damit wir die Körbe genau dahin bekommen, wo wir sie hinterher haben wollen. Holz ist temperaturempfindlich. Ja. Das heißt, wenn es nicht ganz genau so passt, dann müssen die einzelnen Platten auch zusammengeschlagen werden ein bisschen, damit sie besser zusammenpassen, wie gesagt. Und also das ist ja auch besser, wenn die Platten stehen, als die Leute zusammengeschlagen werden, ne? ja, natürlich. Nein, hier wird keiner zusammengeschlagen. Nee, eben. Aber es geht schon darum, das Feld also richtig präzise zusammenzulegen. Man kann es ja auch sehen jetzt da unten. Ja. Wir müssen es jetzt noch ein bisschen nochmal aufnehmen, neu, damit es jetzt, jetzt könnte es funktionieren. Ja. So ist gut, so passt es aber. Ja nun, das Ding muss schon genau liegen und wichtig ist halt eben, dass die erste Bahn vernünftig liegt. Ja. Alles andere ergibt sich dann. Dann rastet das sozusagen gut, ganz gut miteinander ein. Ja. Großes Puzzlespiel, aber dann passt es auch. Ja. Besser einrasten als ausrasten. Du machst das wahrscheinlich nicht zum ersten Mal hier heute, oder? Nee, ist am Anfang an dabei. Ja, gab es dann zu Hause irgendwie keine Knifte vorher oder wie kommt das? Man müsste dir das doch eigentlich ansehen, dass du hier schwer arbeitest. Also ich sag mal, wir sprechen uns nach Feierabend nochmal wieder, wie ich dann aussehe. Dann sehe ich richtig kaputt aus. Beiden Bahnen liegen, oder drei Bahnen liegen, wenn die Körbe gestürmt, dann ist erstmal Pause. Du machst aber nicht nur hier in der Vorbereitung eine ganze Menge, sondern du bist ja auch im Spielbetrieb aktiv. Zumindest sehe ich das immer. Ja, man ist so ein bisschen ein engagiertes Mädchen für alles und man greift natürlich immer auch dahin, wo gerade Not am Mann ist und während eines Spiels gibt es immer Situationen, in denen irgendwas zu klären ist, in denen irgendwas geregelt werden muss, dann ist man natürlich da und managt das in irgendeiner Art und Weise. Man improvisiert es immer rein. Es ist im Grunde wie beim Match. Häufig ist Improvisation gefragt, manchmal aber auch Präzision. Die Tribüne hat so einen leichten Klick, so einen leichten Versatz drin, sodass jeder dieser Abstandhalter eine andere Länge haben. Die müssen genau an der richtigen Stelle liegen. Ansonsten kann man das Feld nicht gerade reinlegen. Das haben wir damals genau ausbaldobern müssen. Das sind sogenannte Klatschpappen. Die kann man falten, sind vorgestanzt. Auf einer Seite findet man das Team und auf der Rückseite ist Reklame und es sind ein paar Infos zu den Zeichen, die der Schiedsrichter gibt. Die sind ja nicht alle so selbsterklärend. Über diese Schlösser werden die Module miteinander verbunden und auch in der Höhe miteinander verbunden, dass wir am Schluss eine gerade Linie haben. Wenn man jetzt quasi einmal mit der Kamera da lang nimmt, sieht man auch ganz genau, dass es eine gerade Fläche ist und kein Ei ist. Das ist eigentlich das Wichtigste. Sozusagen. Das ist eine Eigenentwicklung. Wir haben hier eine komplett gummierte Front drauf und sind somit in der Liga die einzigen, die wirklich
diesen Schutz haben. Das schützt den Sportler. Wenn er zum Beispiel jetzt in die Bande fällt, haben alle anderen Bandenhersteller Plastikrahmen drauf. Wir haben Gummirahmen. Das heißt, es gibt maximal eine leichte Verbrennung, aber keine Schnittwunden. Das ist das Besondere von diesen Banden. Und so vom Gefühl her, kommt er gut voran? Sehr gut. Dafür für 1 Stunde 15 Minuten ein Drittel gelegt zu haben, ist gut. Ach so, das sieht das wie ein Spielfeld aus. Aber nicht ganz viel, wir brauchen noch ungefähr 2 Stunden. Definitiv. Die Erfahrung hat gezeigt, dass diese Crunchtimes, die natürlich aus recht hochwertigen Materialien bestehen, auch mittlerweile gesammelt werden und bei vielen Fans auch lückenlos vorhanden sind, über Jahre hinweg. Aber ist tatsächlich so, vor jedem Heimspiel wird diese Aktion so durchgeführt? Vor dem Spiel 4 bis 5 Stunden der Aufbau und nach jedem Spiel auch nochmal 4 bis 5 Stunden der Abbau. Das ist jetzt nicht nur hier unten der Hallenboden, ist ja oben auch der VIP-Raum, der hergerichtet werden muss, der sonst als Aula für die Schule benutzt wird und so weiter. Das muss ja alles wieder zurück und aufgebaut werden. Ne? Das ist bei jedem Heimspiel so. Ja. Dass er das mal wieder so zusammenschmiedet, ist schon anerkennenswert, denke ich mal. Ja. Anerkennenswert aber auch eure Arbeit hier. Ja, gut, klar. Ja. Das ist für manche Leute nicht immer so zu verstehen, auch so in meinem Bekanntenkreis, wenn die dann sagen, ja, macht ihr das alles umsonst und so? Ja, ja gut. Ich meine, es ist ja auch eine tolle Gemeinschaft hier mit den anderen Jungs hier zusammen und so. Und da will man die auch nicht alleine hier rumhängen lassen. Ja. Mhm. Wenn wir 12:30 zu Hause sind, dann sind wir morgen wieder fit zum Spiel. Das ist gut. Ist das mehr Hobby als Leidenschaft? Oder? Das muss beides sein, Hobby und Leidenschaft. Sonst bleibt man nicht die ganze Zeit hier. Ja, jetzt gehe ich mal hier vorbei. Ich muss sagen, die Jungs sind gut unterwegs. Ich muss mal schauen, kurz vor 9, ja, 4:08 angefangen. Ich denke mal, wenn alles gut geht, 23:20 bis 23:30, dann dürfen wir soweit fertig sein, dass wir spielfertig sind. Das klingt gut. Vorhin war die Prognose 1 Uhr. Doch, nein, wir werden doch nicht in den neuen Tag rein. Dann müssen wir noch irgendwelche Zuschläge zahlen. Ja. Die wollen ja noch Würstchen extra oder was haben. Nee. Ich sag mal, vor Mitternacht mit Sicherheit. Das ist gut. Eine Menge Arbeit für jede Menge Emotionen, Spaß und Spannung in der NRW Arena. Die Phoenix-Familie hinter den Kulissen. Auf diesem Wege vielen Dank für so manches Stündchen extra für Bundesliga-Basketball mit Phoenix Hagen. Fortsetzung folgt.